Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man unter Zuhilfenahme des kostenlosen Plugins von Codeworkers Reaper Seile und Taue in Cinema 4D erstellen kann. Zunächst müsst ihr euch das Plugin hier runterladen auf der Webseite. Dann, wie gewohnt, in den Plugins-Ordner einfach die runtergeladene Datei verschieben von Cinema 4D, Cinema 4D neu starten und dann müsste das Plugin hier oben erscheinen. Um mal ein Beispiel zu zeigen, also solche Seile hier kann man zum Beispiel erstellen. Das habe ich jetzt hier mit dem Reaper erstellt. Und wie das jetzt so funktioniert, würde ich euch kurz mal vorführen. Vom Prinzip her, wenn man ein Seil oder ein Tau machen will, muss man immer ein Spline zeichnen. Dann diesen Spline in das Plugin-Objekt reinziehen und ja, schon bekommt man ein Seil bzw. ein Tau. Hier gibt es dann verschiedene Einstellmöglichkeiten. Also zuerst mal in diesem ersten Modus gibt es eben drei Stränge standardmäßig. Man kann auch nur zwei oder drei machen. Dann kann man über den Radius und über den Abstand zueinander dann eben hier die Feinabstimmung vornehmen, um so ein Seil zu erzeugen, wie man es gerne haben möchte. Das ist jetzt so das Standardseil, das man vielleicht so kennt. Dann gibt es eben noch ein geflochtenes Seil und ein Seil, das etwas wie so ein Zopf aussieht. Je nachdem muss man dann hier auch nochmal die Winkelinterpolation erhöhen, damit es nicht mehr so kantig aussieht, beziehungsweise hier eben die Winkel runterstellen. Und ja, die Seilart, die ich jetzt euch zeigen möchte, oder die Tauart, ist jetzt eben mit drei Kanten. So. Okay. Also gehen wir mal davon aus, wir möchten so einen Tau machen. Das wäre vielleicht um so einen Poller rumgewickelt. Also bauen wir mal schnell den Poller auf. Dafür fangen wir mit einem Zylinder an und den Zylinder geben wir dann mit einem Bulk-Objekt diese typische Form. Dafür müssen wir hier noch die Unterteilung erhöhen. So in der Art würde ich mir jetzt so einen Poller vorstellen etwa. Dann brauchen wir ein Helix-Objekt. Das soll uns helfen, das Seil oder das Tau um den Poller rumzuwickeln. Jetzt müssen wir den Anfangsradius und den Endradius anpassen. Vielleicht so 70. Dann natürlich noch die Anzahl, wie oft soll es drum gewickelt werden. Testen wir das mal ganz kurz. Dann dafür ziehen wir die Helix in das Objekt rein, dann sieht man es vielleicht besser. Also letztendlich ist es wie bei allen Cinema 4D-Bausachen, die man aufbaut, eben immer hier ein Ausprobieren. So könnte das vielleicht passen. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt nur kurz mal das Prinzip vorführen. Die Feinanstellung müsst ihr eben noch mal ein bisschen selber ausprobieren. Um das Tau dann, wie zum Beispiel hier in meinem Beispiel, dann weiterzuführen, muss man das Helix-Objekt dann umwandeln. Mit C oder hier draufklicken. Wir wählen den letzten Punkt aus. Und mit der muss ich mal kurz schauen.
Ich habe jetzt den letzten Punkt ausgewählt. Damit der Trick hier funktioniert, muss ich jetzt kurz alle Punkte auswählen und die Reihenfolge umkehren der Punkte. Und wenn ich dann die Steuerungstaste gedrückt halte und irgendwo hinklicke, kann ich praktisch einen weiteren Punkt erzeugen. So kann ich dann hier mein Seil verlängern. Vielleicht kann ich hier noch, wenn ich das zu einer weichen Tangente mache, es etwas schöner machen. Und wenn wir das jetzt hier anklicken, sehen wir schon, wie es weitergeht, das Seil. Ich denke, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu grob. Vielleicht müssen wir das hier ein bisschen kleiner machen. Ja, dann passt es leider vom Abstand nicht mehr so ganz. Müssen wir vielleicht die Helix hier ein bisschen zusammenschieben. So vielleicht. Den Punkt können wir natürlich dann noch so weit rausschieben, wie wir möchten. Wir sehen schon, die Wicklungen nehmen dann ab. Das können wir dann praktisch hier über diese Schläge dann wieder erhöhen, so viel wie wir wollen. Und ja, somit geht es dann schon, denke ich, in die Richtung, wie man sich das vorstellt. Vielleicht dann noch zu der Texturierung. Ich habe in meinem Beispiel hier, das ist jetzt mit V-Ray gerendert, ich zeige euch das jetzt aber einfach mal im Standard-Renderer, was ich da für Texturen verwendet habe. Hier in dem, im, ich glaube, Prime war es, im Prime-Ordner Materialien. Muss ich kurz nochmal schauen. Ich glaube, Fabrik war es. Nee, das war eins weiter. Ich glaube, Visualization müsste das dann gewesen sein. Genau, Visualization Fabrik. Hier habe ich diesen Carpet-Stoff dann zweckentfremdet. Wenn man den hier drauf zieht und dann vielleicht nochmal kleiner macht, dann sieht man, bekommt man hier so eine ganz schöne Struktur, die dann noch mal ein bisschen mehr nach einem Tau aussieht. Also dann hat praktisch jeder einzelne Strang von dem Tau noch mal so kleinere Unterstränge. Und ja, so habe ich dann zum Beispiel das hier gerendert. Ja, sieht man ja schon ganz gut. Wie gesagt, Beleuchtung, sowas müsst ihr euch jetzt einfach dazu denken. Was ich dann hier noch gemacht habe, sind diese kleinen Fitzelchen. Das kann ich euch auch vom Prinzip nochmal zeigen. Dafür habe ich einfach so eine Röhre genommen. Ganz, ganz dünn. Und dann mit Biegungen die so mehrfach gebogen praktisch. Vielleicht nicht ganz so doll. Ich denke, vom Prinzip wird es klar, einfach so kleine Fransen erstellt und diese dann über MoGraph auf den Spline ausgerichtet. Dafür nehmen wir hier diesen Effektor, der auf das MoGraph-Objekt wirkt. Haben hier den Spline-Effektor, ziehen dann hier die Helix drauf, sehen dann schon, dass hier unsere riesen Fransen angeordnet werden, und diese müssen wir natürlich dann noch mal kleiner ziehen. Dafür erzeugen wir hier noch mal ein Nullobjekt.
Dann können wir das hier problemloser skalieren und skalieren den dann praktisch kleiner. Und ja, so sehen wir das dann schon, wie das funktioniert. Wir können natürlich dann nochmal verschiedene große Objekte erstellen, die vielleicht unterschiedlich lang sind. Und wir können dann auch eben wieder mit noch einem Zufallsobjekt arbeiten, die vielleicht dann nochmal hier ich mache die kurz mal auf 0. Habe ich das jetzt gerade noch nicht zugeordnet? Ah ja, genau. Wo wir dann eben die Fransen nochmal verändern. Ja, wo wir eben schauen können, dass die Abstände nicht immer alle gleich sind. Ja, und so habe ich die dann eben erstellt. Davon dann eben einige, vielleicht nicht 22, sondern 600. Man sollte noch die Renderinstanz einmachen. Dann eben die dann vielleicht auch noch vom Winkel. Vom Winkel variieren. Die sind natürlich jetzt etwas zu groß, also man könnte die dann nochmal kleiner skalieren. Und ja, so vom Prinzip ist dann dieses Bild entstanden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp weiterhelfen und ja, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.